Und hallo, da sind wir wieder bei Star Wars Knights of the Old Republic und willkommen, es geht los mit der Ebonhawk. Jo. Ups, was war das denn? Irgendwas Grünes? Hier könnten wir uns mit allen unterhalten, das habe ich ja schon alles besprochen. Apropos, was ich noch sagen möchte, und zwar... Schade, ich wollte sagen, uns fehlen noch zwei Mitglieder, wie ich, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Ja, wir sehen uns jetzt hier, also ich laufe hier ein bisschen auf der Ebonhawk rum, einfach nur um mich selber nochmal besser zu orientieren, weil ich werde demnächst hier öfters in der im Raumschiff. Das ist die Krankenstation der Ebonhawk. Und nun ja, was soll man sagen? Schön hier, nicht wahr? kleiner Husten. Sublease. Kann man da was nehmen oder reintun? Nein, aber hier. Hier können wir unsere Gegenstände alle reintun, die wir nicht mehr brauchen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir hier so haben. Gut, dann mache ich mal einen nur für Kristalle. Und Laserschwerter. Switch to die Vipro Double Klinge möchte ich gerne wieder rausnehmen. Wie ich kann nur alle Items rausnehmen, das ist doch Schwachsinn. Okay, das ist jetzt mehr als sonst seltsam. Ich müsste doch aus so einer Box auch einzelne Gegenstände rausnehmen können. Ich kann nur... Nein, okay. Dann werde ich mir das mit der Box doch nochmal überlegen, wenn das nicht klappt. Blasterzylinder, ich habe gedacht. Anscheinend kann ich nur alles nehmen. Dann werde ich doch alles im Lager behalten, was ich ziemlich blöd finde. Dann trage ich halt alles mit mir rum, was dann ziemlich unrealistisch ist und so weiter. Aber hey, Ah, Joani. How may I be of assistance to... Ah ja, okay. Of course. Wir möchten jetzt vorerst mal nicht reden, jetzt wollen wir mal wirklich losfliegen. Dazu sollte ich jetzt nur... Ja, perfekt. Dantooine, so. Wie ihr seht, kann ich jetzt hier verschiedene Planeten aussuchen. Yavin. Okay, Tatooine, Corriban, jetzt möchte ich erstmal wissen, wo wir hin sollten. Da reden wir doch mal mit allen. How can I help?
No, not bothering. There is a bond between us. I do not dispute that. I can feel it, as I'm sure you can. The nature of that bond and its effect on our mission remain in question. Necessary, perhaps, but it is no guarantee of our success. I admit, I'm a little disturbed that such a bond could be possible in the first place. I saw your service records when you were transferred aboard the Ender Spire, but nothing beyond that. I know very little about you. I'd like to ask you some questions, given our relationship. Sie möchte uns jetzt einiges befragen, was das Band betrifft, nachdem ich sie ausgefragt habe, wie das sein kann und Don't worry, these are simple questions. Nothing too intrusive. First, what kind of background do you have? Ich bin ein Hut in menschlicher Form und plane, das die Republik zu unterwerfen. Ich könnte jetzt natürlich wirklich alberne Sachen machen, aber das wird kacke. Ich, Good. On which planet were you born? Kashyyyk, I'm a Wookiee, can't you tell? Also ich bin anscheinend auf Deralia geboren. Excellent. Your current age is? 3012, healthy living you, genau. 3012 Jahre alt, gesundes Leben, weißt du. Übergut, wasn't all this in my service records? Das ist interessant, ich weiß gar nicht, wie alt ich bin. Yes, well, the truth is, I was studying how you responded to my questions. Your reactions helped me judge you. This was a test for me to learn more about your character. Okay, sie möchte, das war eigentlich nur ein Test, um herauszufinden, was ich, wie mein Charakter ist. Und dann fragen wir, und was sie herausgefunden hat. You're honest, which is good. And you treated this as a serious matter, which it is. This bond we share will shape both our destinies. It is not to be taken lightly. But I imagine you've had enough questions for a while. So many things have happened to you since Taris. It's probably a lot for you to absorb. We can speak again later, after you've had time to think about all this. Okay, dann denken wir einfach mal über alles nach. Und wir haben einen Eintrag bekommen. Okay, sie ist sehr interessiert, die Bestilla auf mir gegenüber. Das ist schön. Mrs. Bravo... Kangaroos, Carve. Ja, also ich kann frei wählen, wo wir als erstes hingehen. Kashyyyk, also Temperate Forest, also mit Wald überdeckt, Natives. Oh, hier sind die Wookies. Docking, Skerka, Corps Outpost. Dantween, das sind wir ja. Manan. Ein ozeanischer Planet. Hier neben die Selkaf. Und was haben wir hier? Kellyets. Javas und Sandleute wohnen hier. Was auch immer. Und hier haben wir Dresh State Settlement, Range Native, Non-Settled. Ah ja, das ist Corriban. Da möchte ich noch nicht drauf. Gehen wir mal zu dieser kleinen Raumstation. Seltsam, wie ist das jetzt passiert? Ich entschuldige mich. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ein Sith-Schiff. Oh nein, sie haben uns entdeckt. Damn it. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht.
Lord Malak, the Star Forge is operating at 200% capacity, far beyond our expectations. I am more interested in the young Jedi Bastila and her battle meditation. Have you learned how she escaped the destruction of Taris? She was aided by Karth Onasi, a decorated war hero of the Republic and a legendary soldier. During the Mandalore Wars, he was honored many times for his bravery. You know this man? Yes, Lord Malak. He served under me when I still followed the Republic. Ah, you could say I was his mentor. Interesting. How did you acquire this information, Admiral? An eyewitness, Lord Malak. Kalon Nord, a bounty hunter, was there when Bastila and Karth escaped the planet. Apparently, they left him for dead. A Jedi and a war hero. It's a wonder you survived the encounter. I am hard to kill, Lord Malak. Kalo has agreed to help us capture the young Bastila for a very hefty fee, of course. But I assure you, he is well worth the price. His reputation as a bounty hunter is well earned. Her companions are nothing to me, Kalo. But I desire the young Jedi taken alive, if at all possible. Lord Malak, forgive me. There is something else. May we have a private audience away from the ears of the common soldiers? I trust you are not wasting my time, Admiral Karrath. I promise you will be very interested in what Kalo has to tell you about Bastila's other companions, Lord Malak. Okay, Malak hat jetzt einiges über mich erfahren. Nicht so gut. Eigentlich sogar ziemlich blöd. Okay, wir sind jetzt gelandet. Ich kann jetzt rausgehen. Das werde ich auch machen. Und... Okay, irgendwas bei unserem Warenlager ist nicht richtig. Also hinten in unseren Notreserven und alles. Dann fragen wir ihn mal. Also irgendjemand hat die Notration angebrochen und keiner war es aber. Schauen wir doch mal nach. The food storage seems to have been disturbed. No one in the party would have done this, so there must be some. Dann tun wir mal das genauer beobachten. They have managed to identify the campaign so far, maybe a full research. Okay, dann durchsuchen wir mal das ganze Schiff und dann durchsuchen wir mal hier. Plastikzylinder, nichts drin. Metallbox, nichts drin. Dieser Zylinder, nichts drin. Dieser Zylinder, nichts drin. Hier, nichts drin. Compartment. This appears to be some type of hidden smuggling compartment. Without product codes, will not be able to open it. Ah, das ist bescheuert. Das würde ich gerne öffnen können. Da ist sicher was Interessantes dahinter. Naja, schade. Hier ist aber nichts. Dann schauen wir mal hier nach. Also, wenn hier wirklich jemand auf dem Schiff ist... Und das ist wirklich seltsam. Und würde mich interessieren, wer? Nein. Dann fragen wir mal ihn nach. Ja, das ist schön. Oh, er kann Spikes. Oh, ich bin. Okay.
Okay. Okay, es war 1 das Maximum. Dann fragen wir mal was. Okay, man merkt schon, er ist nicht einer, der mit mir reden möchte. Dann fragen wir mal Juani. Vielleicht weiß sie was. Fragen wir mal, wie es ihr so geht. I thank you for your concern. Okay, es ist noch ein bisschen wackelig, aber I keep thinking. More time would do. I think. They think perhaps that in your company I will be able to free myself from it. I cannot afford to look after you all the time. I do not come here begging for scraps from you. I will earn my way with you. You will see just how valuable I am. Okay, da haben wir uns jetzt wohl ein bisschen verärgert. Ich hätte das Gespräch doch langsamer verfolgen sollen. Jetzt mich interessiert aber immer noch. Vielleicht weiß er etwas. Yeah, what do you want? Stimulants make a warrior out of even the weakest human. Here's a speed-boosting stimulant to help you get there. Anything else you... You're... Also, er hat mir jetzt ein Stimulant gegeben und... Hä? Okay. Dann... Ja, okay, das sind dann so Sachen, wo ich... Hinter mir höre ich dauernd die ganze Zeit das Laufen. Aber wenn ich mich umdrehe, dann ist da nichts. Interessant. Also wer sich da auch immer auf dem Schiff versteckt, wer auch immer das ist... Ah, hier ist nichts. Da kann ich leider nicht hoch. Nein, hier waren wir schon. Seltsam, also sehr seltsam. Dann fragen wir den Wookie nochmal, unseren Sauerei. Oh, er macht Granaten. Okay, er möchte mir nichts. Er möchte mir einfach noch nichts sagen. Anscheinend hat er auch eine schwere Vergangenheit oder Kindheit. Und wo ist Mission? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Genau, hier ist Mission. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Hey there, what can I do for you? Dann fragen wir mal, ob sie mir... No problem, just anything else. Wir möchten ein bisschen Passag. No problem, anything Achso, wir spielen jetzt ein bisschen Passag. Ich habe Security Spikes von ihr machen und... Ja, mal sehen, wie sie Passag spielt. Das ist auch mal wieder was Tolles. Man kann mit seinen Mitkameraden Passag spielen. Und ich habe nur eine plus 3. Dann lassen wir sie das gewinnen. Bei Passag ist es ja immer wichtig, dass die Kartenzahlen langsam kommen und man nicht... Halt! Halt! Stand! Oh, ich habe eine perfekte 20 noch bekommen. Puh. das war knapp, also eigentlich hätte ich Stand gedrückt, aber hey. Nein, jetzt hätte ich's. Machen wir hier draußen eine minus 5.
Das ist das Tolle. Sie hat langsame Karten bekommen, kann jetzt noch entscheiden und... Oh, wir haben gewonnen. Okay, zwei Runden müssen wir noch gewinnen. Also sie ist im Grunde der perfekte Trainingspartner jetzt hier für eine Runde Pazak. Oh, gleich eine 10 bekommen. Nicht gut. Also wie es aussieht, werde ich dieses Spiel verlieren. Ich habe noch eine Karte und nicht gerade die Karte, die ich bei diesem Spiel jetzt gerade brauche. Oh, ich setze jetzt einfach mal die plus 2 ein. Jetzt ist es ein reines Glücksspiel. Im Grunde kann ich sagen, ich beende. Ja, jetzt muss ich Stand machen, weil dass ich eine 2 und eine 1 bekomme, ist sehr gering und ja. Mission ist nicht schlecht. Aber keiner hier kann mir etwas über den Gast verraten, der sich hier eingeschlichen hat. Gehen wir nochmal zurück in unsere... You hear footsteps, the sunlight coming from the cargo hold. Ah! Kipuna! Bonana Kichu! Ah, na abts, keine Ahnung. Dann fragen wir mal, was sie hier machen. Selima Wanga Kondikin! Mi Hot Bad Liars? Ah. Also, no abdance. Wir, mich, heiß, schlecht, leis, vielleicht lügen. Ich verstehe sie nicht. Mucho Shaka. Also, Sascha? Ja! Falls ihr euch noch daran erinnert... Muchushaka Paga. Waba Susa Sascha. Okay, Sascha. Muchushaka Paga. Okay, ihr Name ist Sascha. Oh, wir können versuchen, Sascha Sprache zu lernen. Das machen wir doch mal. Tonki ba non tontek. Pristak me yasav eswong na eswon. Pristak, what is that? What is that? What is it? Laysa, everything is safe. Is that it? Say something else, Sascha. Wir fragen mal, ob das stimmt. Okay. That panel, that's what Laisafa means. Kipuna, bonana kichu. Kipuna, bonana kichu. Okay, wir wissen schon, Laisa heißt, er heißt, Pristak, what is that? Tong abuk shami no nok. Mucho shaka paga. Tong ki ba non tontek. Kipuna, bonana kichu. Mandalore, that's your word for Mandalorian, so what do you know of them? Also Mandalorianisch irgendwie schon, fragen wir mal nach. Selima wanga kundikin. Kipuna, bonana kichu. Sie ist kein Mandalorianer. Das ist schon mal so, Wir fragen mal, warum sie nicht Basic spricht, also hier Englisch. Wir versuchen sie nochmal zu lernen. Tonki ba non ton. Tong abuk shami no nok. Uh.
Tonkiba non tontek. Okay. Tong abuk shami no no. Ich muss mehr hören. Tong abuk shami no no. Also das Mädchen versteckt ihr Gesicht hinter den Händen für einen kurzen Augenblick. Tonki ba non tontek. Selima wanga kumbikin. Okay, Pristag, what that means. Also was ist das? Möchte ich Tong abuk shami no nok. Also Pristag me leisa war mein Heim. Muchushakapaka. Das waves a hand about making a swooshing sound. Swoosh. Tonki ba non tontek. Fragen wir mal, ob es was anderes Tonki sein kann. Tonki ba non tontek. Das ist doch ein dasselbe. Tonki ba non. Okay, Tong abuk shami no nok. Ich möchte einfach die Sprache lernen, weil ich möchte gerne wissen, was das ist. Muchushakapaka. Tong abuk shami no nok. Also Schiff, Sascha, na e so won in Pristage. Also Sascha versteckt sich im Schiff. Schiff, mein Heim. Muchushakapaka. Jopa Gondisen. Also sie hat uns gesagt, sie versteckt sich im Schiff. Schiff ist ihr Zuhause. Und dann fragen wir mal, warum sie... Das hat sie schon mal gesagt. Muchushakapaka. Points at you, Yoba Gondisen. Etwas über mich, aber was? Tong abuk shami no nok. Sie lächelt und pats her chest. Gondisen. Me. It's something you like. Yes, Gondisen means you like it. Okay, mag sie mich? Muchushakapaka. Selima wanga kundikin. Yoba na abts. Okay, das war zu schön. Kipuna! Bona na kichu! Anscheinend, abts means hit. Ah, sie möchte nicht geschlagen. Was? Schlagen? Mich schlagen? Okay. Kipuna! Bona na kichu! Tonki ba non tontek. Tonki ba non tontek. Okay, das ist sehr interessant. Mal sehen, was jung bedeutet. Ja, okay, dann werden wir mitten im Gespräch wieder Schluss machen. Es ist leider wieder Zeit. Keine Sorge, wir machen genau an dieser Stelle weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal.